bevor das Video losgeht, möchte ich nur ganz kurz eine Info droppen. Ich bin jetzt gerade live auf Twitch, also erster Link in der Beschreibung abchecken und jetzt viel Spaß beim Video. Freunde, willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal und heute geht es um ein recht spezielles Thema. Und zwar etwas, worüber ich eigentlich noch nie wirklich geredet habe. Es war auch nie wirklich Thema auf meinem Kanal. Heute rede ich mit euch ein wenig über Grip Tape und meine Meinung dazu und was das überhaupt ist und so weiter und so fort, kann ich euch dann jetzt erstmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar basically ist Grip Tape ein bisschen bekannter geworden durch BW-YouTuber wie Nair, einer der deutschen Szene, und das ist eben eine Art von Modifikation für die Maus, welche halt recht günstig ist. Also Grip Tape ist nichts Spezielles, das ist einfach im Prinzip Klebeband. Und im Prinzip muss man sich das einfach nur so vorstellen, jemand klatscht sich da Klebeband auf die Maus, auf die Oberfläche, wo man klickt, und schon hat man besseren Grip, also besseren Halt. Ja, und genau diese Art von Modifikation ist eben auf vielen Servern nicht erlaubt. Das heißt, viele Server bannen Spieler, die das benutzen, und ja, Konsequenz davon ist halt, dass das ein wenig kontrovers diskutiert wurde die letzte Zeit. Ich weiß, das war vor circa 1,5 bis 2 Monaten eher Thema als heute, aber da habe ich ja noch keine Videos gemacht, deswegen möchte ich einfach mal meinen Senf auch dazu geben. Gerade weil viele das heutzutage ja trotzdem noch benutzen und viele wissen es gar nicht, dass Leute das benutzen. Es ist eben so, übrigens, ihr hört es, ich Butterfly, dazu komme ich nämlich gleich. Es ist eben so, dass Grip Tape ja von vielen ein bisschen wie Cheaten angesehen wird, was ich auch meiner Meinung nach nachvollziehen kann. Aber ganz ehrlich, Leute, es gibt so viele Methoden, die man anwenden kann, um sich irgendwie einen Spielvorteil zu saven. Und das ist teilweise überhaupt nicht bastbar. Und warum hole ich mir die ganze Zeit Endstone? Eieiei. Man merkt übrigens echt gar nicht, dass ich kaum auf Anti-AC bis jetzt gespielt habe. Übrigens, Leute, Anti-AC.net, richtig sicker Server, also viel, viel entspannter momentan als Revi. Ich möchte Revi hier nicht schlecht reden. Anti-AC ist ja eigentlich gar nicht so richtig bekannt gewesen eine Zeit lang, bis es dann von vielen YouTubern promotet wurde. Und seitdem läuft es eigentlich total gut. Sind jetzt hier, wie ihr bei Tab sehen könnt, 868 Leute drauf, also wirklich Grats dazu. Revi ist einfach ein bisschen ausgestorben momentan. Leider, deswegen bringe ich jetzt hier was auf Anti-AC. Heißt nicht, dass ich Revi nicht in Zukunft wiederbringen werde. Und den können wir holen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde direkt, wenn er mal aufhört zu reducen. Perfekt. So, jetzt sind wir schon wieder auf Platzangst in der zweiten Runde, Freunde. Und ich erzähle einfach mal weiter. Es ist so, ich möchte demnächst einen Test machen. Und zwar, ihr wisst ja alle, sicher, und deswegen habe ich eben ein wenig die Butterfly-Klick-Technik von mir angesprochen, die ich ja eigentlich neben dem Jitter-Klicken am meisten benutze. Viele Leute, die mich früher verfolgt haben, wissen es bestimmt noch. Ich habe nie wirklich abused. Also abusen ging zwar auf meiner Maus, aber es war jetzt nicht so, dass, ja, nicht das Gelbe vom Ei, könnte man sagen. Also es gibt definitiv bessere Mäuse als die von Razer, die fürs Abusen besser geeignet sind. Und ich wollte mir als Test einfach nur, um zu schauen, wie eine normale, schlechtere Abuse-Maus, also sowas wie eine Razer-Maus jetzt in meinem Fall, reagiert auf Grip Tape, und wollte es einfach mal für euch testen. Gerade jemand, der eben neu in der Szene jetzt ist, ich bin ja recht neu jetzt wieder, also ich war ja eine recht lange Zeit weg. Für den ist es sicher interessant, mal zu schauen, wie funktioniert Grip Tape auf der eigenen Maus und wie ist es denn eigentlich, mit Abuse zu spielen. Also ich war nie einer, der abused hat. Das wissen alle, die mich früher noch geschaut haben, und wow, das hat er echt gut gemacht, muss man sagen. Ja, das ist ein richtig geiles und interessantes Experiment, was ich dann mir selber stellen werde. Ich habe richtig Bock drauf, und wenn ihr auch darauf Bock habt, dann gönnt einfach mal ein Like für dieses Video, beziehungsweise schreibt es mal einfach auf Twitter oder in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe richtig Bock drauf und, oh, er hat sich gerade fast umgebracht. Komm, den holen wir. Jawohl, nice. Ja, ich Butterfly eigentlich mainly, gerade wenn man versucht zu reducen, was ja auf Anti-AC funktioniert. Auf jeden Fall bin ich da sau gespannt, Leute. Ich freue mich richtig hart, einfach mal auszuprobieren, wie das dann läuft, wenn ich eben mal reduce, und ich hoffe, ihr auch. Und ja, zudem, und das, ich glaube, ich erzähle es einfach jetzt schon mal. Und zwar wollte ich neben diesem Grip Tape Test, wollte ich die Bloody A60 testen. Ich habe mit dem lieben Somix, mit dem übrigens auch demnächst ein Video sicherlich kommt, drüber geredet vorhin privat, und mir ist aufgefallen, dass es wirklich sau viele Mäuse gibt, die so total gut für Bed Wars geeignet sind, auf denen man richtig gut abusen kann. Und da habe ich mir gedacht, yo, Feuerstein, probierst du es einfach mal aus und schaust, wie es funktioniert. Vielleicht ist es ja nice. Ja, ich halte euch da auf dem Laufenden, und ihr könnt natürlich generell, was Updates meiner Videos angeht, auf Twitter immer abchecken, was ich schreibe. Ich bin eigentlich täglich am Tweeten. Übrigens, wenn ihr jetzt noch nicht Follower seid auf Twitch, ihr habt es ja sicher schon im Intro gesehen, dann gönnt mal jetzt ein Follow. Ich streame sehr aktiv, beziehungsweise ich versuche, so oft es geht zu streamen, wenn ich halt viel Zeit habe, auch auf Twitter einfach vorbeischauen, weil da sind immer die News am Start und da erfahrt ihr immer alles Neue rund um neue Videos, Streams, ob ich heute streame, ob ich heute nicht streame und so weiter und so fort. Aha, aha, cool. Haben wir den gerade noch so bekommen? Ich wollte gerade cool oder Puh sagen, aber Kuh gesagt, nice. So viel dazu. Wenn ich den jetzt noch kriege, dann ist es echt stabil, muss ich sagen.
Schade. Oh, das war wirklich knapp. Okay, wir sehen das mal als unentschieden, würde ich sagen. Ich würde sagen, Freunde, schaut auf anti-ac.net vorbei. Ist wirklich ein nicer Server. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Schaut jetzt bei meinem Stream vorbei. Ansonsten, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.